Einst ein Gotteshaus, dann Kriegsgefangenenlager und Ruine. Vor knapp 100 Jahren wurde die Wittlicher Synagoge erbaut und ist nach einer Renovierung in den 70er Jahren heute eine Kulturstätte, die auch eine Dauerausstellung zum jüdischen Leben in Wittlich beherbergt. Nun will das Wittlicher Emil-Frank-Institut das Jubiläum mit einer Ausstellung und einem Begleitprogramm würdigen, denn die Geschichte des Gebäudes erzählt auch Stadtgeschichte. Für das Ausstellungsprojekt zum Jubiläumsjahr 2010, das den Schwerpunkt auf die Synagoge selbst legen wird, hat das Institut unter anderem einen Wettbewerb in den Kunstleistungskursen der Gymnasium ausgelobt. Wir erhoffen uns von dieser Ausstellung, ein neues Interesse für das Gebäude zu wecken, wie auch für die Menschen, die dieses Gebäude erbaut und als Gotteshaus genutzt haben. Es ist unseres Erachtens ein kultureller Auftrag der Stadt Wittlich, das Gebäude zu hegen und zu pflegen, als Zeugnis der eigenen Stadtgeschichte. Das Emil-Frank-Institut erhofft sich auch neue Erkenntnisse. In dem Rahmen würden wir uns auch freuen, wenn vielleicht Wittlicher Bürger noch Dinge haben aus der Synagoge, ob es sich jetzt um Fotos handelt zu gewissen Zeiten, die die Synagoge in all ihren Facetten und ihrer Geschichte zeigt, ob es sich möglicherweise auch vielleicht noch um Gegenstände handelt, die vielleicht aus der rituellen oder liturgischen Bereichen der jüdischen Gemeinde stammen. Das Institut erinnert zudem an ein weiteres herausragendes Jubiläum. Die erste offizielle Erwähnung jüdischer Einwohner in Wittlich vor genau 700 Jahren. Es handelt sich dabei gewissermaßen um das Testament des Pfarrers Richard aus Groß-Littgen. Und da führt er auf, wem er noch Geld schuldet. Und unter anderem ist dabei erwähnt ein, wie man es hier sehen kann, Judeo dicti moeset de Wittlich 6 Denarii. Das heißt, er schuldet dem Juden, dem besagten Juden Moses aus Wittlich, diese genannte Summe. Und hiermit haben wir den ersten Beleg vorliegen, dass Juden eben schon spätestens im Jahre 1309 in Wittlich anwesend waren. Höhepunkt des Programms ist ein Festakt im November 2010. Auch Charlotte Knobloch, Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, wird teilnehmen. Sie hatte 2008 den Georg-Meistermann-Preis der Stiftung Stadt Wittlich erhalten. Damals rief sie dazu auf, die Sicht auf die gesamte Bandbreite deutsch-jüdischer Geschichte zu erweitern. Genau das will das Emil-Frank-Institut leisten.